Liebe Aktivmannschaften, so, wie funktioniert der Sponsorenlauf jetzt für uns? Als erstes ladet ihr bitte Alice App V-Race ab. Dort könnt ihr euch registrieren mit eurem richtigen Namen, das ist wichtig nachher für die Sponsorenauswertung, und findet dann den Event FC Mur virtuellen Sponsorenlauf dort drin. Dort drauf registriert ihr euch mit dem Code FC Muhen, alles gross und aneinander geschrieben, und nehmt dann automatisch am Event teil. Dort findet ihr auch alle Informationen, wie zum Beispiel auch die Strecke. Die Strecke geht einmal quer durch Muhen und sie startet und endet bei der neuen Turnhalle. Das heisst, wir müssen dort starten und auch wieder dort aufhören. Ab dem 22. Mai haben wir dann also 2 Wochen Zeit, die Strecke so oft wie wir mögen zu absolvieren. Das können wir entweder allein machen oder zusammen im Training oder einfach zusammen joggen. Das spielt an und für sich keine Rolle. Die Strecke ist 4,8 Kilometer lang, also knapp 5 Kilometer. Das bedeutet für mein leistungsbasiertes Sponsoring, wenn ich die Strecke einmal absolviert habe und ich komme 1 Franken pro Kilometer über, habe ich 5 Franken. Wenn ich sie 2-mal absolviere, habe ich 10 Franken, wenn ich sie 3-mal absolviere, 15 und so weiter. Es ist einfach wichtig, dass wir, wenn wir die Strecke starten, wir die auch wieder abschliessen. Das heisst, bei der Turnhalle starten und bei der Turnhalle aufhören. Wenn man jetzt einmal aus irgendeinem Grund mal nur die Halbstrecke macht, dann soll sie ja nicht vernünftig sein. Dann dünnst doch irgendwann bei euch aufschreiben und ganz am Schluss im Trainer oder mir ab, dass ich das dann auch noch erfassen kann. Am Ende vom Event am 5. Juni kommen wir also eine Auswertung über, wer wie viele Kilometer gemacht hat. Und die laden wir dann auf Fandu auf, dass wir wiederum unseren Sponsoren basierend auf unseren Leistungen können Rechnungen verschicken. Und hey, vergesst nicht, immer einen Kopfhörer mindestens drin zu haben, wenn ihr gehen säckeln, weil wir hören dann auch noch Ansagen. Ich konnte leider auch nicht verhindern, dass man sogar im Mögen Jost seine Stimme noch hört, aber ja, lasst es dann am besten selber. Und hey, probiert doch das bitte aktiv aus, geht aktiv Sponsoren suchen, geht aktiv gesäckeln, weil es ist für uns alle etwas Neues und es ist natürlich sehr wichtig für unseren FC. Wir wollen wissen, wie das funktioniert und wir wollen wissen, ob es vielleicht etwas ist, was wir sogar in Zukunft öfters machen könnten. Ich wünsche euch viel Spass und hoffe, dass wir uns sogar einmal auf der Strecke sehen.